Was glaubst du, was wir finden werden? Chorus auf, Kobo. Die Getränke gehen auf mich. Wobei, ne, streichen wir das. Hast du dir die alte Technik angesehen, die Kerl in dem Labor gefunden hat? Konnte nichts damit anfangen. Vielleicht passen ein paar Teile zusammen, wenn wir uns Daggins Zuflucht auf Kobo angesehen haben. Die Leute kommen nach Kobo, wenn Dinge kaputt sind, nicht um sie zu reparieren. Du wirkst ziemlich gefasst, Grease. Oh, Bauchpinselei. Vielleicht lasse ich dich sogar mal die Mantis fliegen. Wirklich? Wenn ich mir überlege, doch nicht. Komm her, Kerl. Die Reise ist nicht vorbei. Das Laden hat noch ein bisschen gebraucht. Beck und Kobo. Laut Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. So, das ist ein Gerücht. Hä? Komme ich denn da wieder hin? So viele rote Türen. So viele gelbe Türen. Nimmt es. Auch ein Gerücht. Rote Tür. Was bringt eigentlich der Garten? Bringt mir der Garten irgendwas? Der ist nur Deko. Wow. Das ist ja mal ein sinnvolles Feature. Nicht. Hallo? Quack, quack, quack. Oh, hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim, aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, ha? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Es ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Ich genoss vorhin einen erfrischenden Spaziergang. Wirklich? Du? Das habe ich verdient. Jedenfalls habe ich dabei ein überaus seltsames Paar am anderen Ende des Tals gesehen. Die eine war groß und schweigsam, der andere klein und geschwätzig. Sie untersuchten gerade irgendeinen Tierkadaver. Sah ganz nach deiner Art von Arbeit aus. Das habe ich verdient. Da kann ich nicht reden. Und? Was hast du gemacht, bevor du hierher kamst? Ich war Teil einer wandernden Schaustellertruppe. Ich musste schreckliche Kostüme tragen und wahrsagen, während andere das Publikum betrogen. Das klingt irgendwie erniedrigend. Ja, aber jede Erfahrung bringt auch einen Nutzen, Umherziehender. Als ich auf Kobo eintraf, bemerkte ich einen Scharlatan, der jemanden mit falschem Priorit hintergehen wollte. Woher wusstest du das? Er trug trotz Hitze lange Ärmel. Taschenspielertricks, hä? Sowas habe ich mal bei einem Händler auf Corellia gesehen. Ein alter Trick. Ich habe den Verkauf gestoppt. Und seitdem ist Doma mir dankbar. Und der Schwindler? Soll den Trick bei den Raiders probiert haben. Sein Schicksal war besiegelt. Du bist zurück.
Wie aufmerksam. Und nicht so dumm, wie ich zunächst dachte. Danke. Geh jetzt. Ich bin beschäftigt. Entschuldigung. Hey, Monk. Schön, dich zu sehen, Kerl. Hui. Du und Grease, habt ihr eigentlich noch große Pläne mit der Kantine? Nun, da ist eine Bühne, auf der sich nur Staub sammelt. Vielleicht engagieren wir irgendwann Bands von außerhalb. Dann würden wir auffallen. Ich würde sagen, aufzufallen ist nicht euer Problem. Guter Punkt. Aber nur damit du es weißt, die Band bei meiner früheren Arbeitsstelle war besser bewaffnet als die Ehrenwache eines Hutten. Bis die Raider-Situation unter Kontrolle ist, lass einfach laufen. Wir sehen uns später, Monk. Tisch ist reserviert. Alles klar. Hey, ganz ruhig, Grock. Entschuldigt meinen Freund hier. Er ist nur ein bisschen vorsichtig. Ja, das verstehe ich. Ich heiße Dana. Mein Partner und ich haben das Talent, aus Gelegenheiten Profit zu schlagen. Mhm. Ich bin Kerl. Das ist BD. Lautes kleines Ding. Wir wollen vielleicht zur Baggerschlucht. Warst du schon mal da? Ein oder zweimal. Ich wäre dort vorsichtig. Ist das Gebiet der Raiders. Raiders Gebiet? Grock, ich bin sicher, so schlimm ist es nicht. Ich riskiere meinen Hals nicht auf dem Gebiet der Raiders. Hey, war schön, dich kennenzulernen, Kerl. Ich muss jetzt was geschäftlich... Bin gleich wieder da. Hey, hast du kurz Zeit? Sure. Sei bei diesen Steinnadeln vorsichtig, Kerl. Was hast du gehört? Die Basis der Raider dürfte nicht weit entfernt sein. Danke für die Warnung. Als der Mond von Kobo erschüttert wurde, stürzte die Siedlung der Republik ein und hinterließ diese Nadeln. Dieser Ort ist nicht bloß eine alte Ruine. Er ist ein Grab. Wie lange sind die Raiders schon hier? Ein paar Jahre. Sie kamen kurz nach mir an. Ich kenne keinen Planeten im Outer Rim ohne Plünderer. Wow. Aber diese Badlam-Misskerle haben Kobo für immer verändert. Die meisten Jäger wissen, dass man nur keult, wenn es sein muss. Und nicht mehr jagt, wenn eine Herde zu klein wird. Diese Raiders töten aus Spaß. Und viele Tiere stehen uns jetzt viel feindseliger gegenüber. Die Schauderpeden zum Beispiel. Wenn sie ihr Territorium verlieren, schlagen sie zurück. Genau wie wir. Stimmt. Der größte Fehler unserer Art war der Gedanke, wir wären irgendwie anders. Yep. Yep, yep, yep. So, Grease. Da war... Doch, da... Da oben ist der Laden von der Dings. Bonus-Slot. Zusätzliche Bonus-Slots ermöglichen, dass mehr Boni gleichzeitig ausgerüstet werden. Moment. Das könnte ich gut gebrauchen. Sicher, Kerl. Bemerkenswert. Der Einsatz einer Machtfähigkeit erhöht den Schaden. Verursacht vorübergehend zusätzlichen Schaden, nachdem der Lichtschwert-Kampfstil gewechselt wurde. Heiligungs-Stims füllen auch eine geringe Menge Super drauf. Oh, nice. Geht voraus, Kerl. Zwei Fischis haben wir. Gut. Der, die Steine waren draußen der Laden. Nummer 3 weiß ich gerade. Es ist schön, dich zu sehen. Werkbank. Freut mich, dich zu sehen. Qualitätsware zu 100% garantiert. Dieser Code öffnet die verschlossene Tür in Domas Laden. Habe ich ja schon. Sowas findest du sonst nirgendwo. Das sagst du so. Aber irgendein Sammelding habe ich noch, ne? Hm.
Okay. Da hinten ist was. Da komme ich darum hin. Da kann ich mich jetzt auch hinbewegen. Okay, gehen wir mal da lang. Ich nenne ihn Prospektorentod. Ist ziemlich tückisch. Dort lauern allerlei Gefahren. Klingt so, als wäre es wie für uns gemacht. Ja. Das klingt so. Darüber ist Vogel. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgift, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischerjunge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ha? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuvers Death. Dann los, mein Freund. Scheint einfach gewesen zu sein. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube dir. Dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Bleib einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scuvers Death. Die Geschichte geht weiter. Bei unserem letzten Gespräch warnte ich vor der Ankunft der Grapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein... Wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fischs. Es hatte drei riesige Klauen. Ja, genau. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ob der sich das gerade ausdenkt? Hey, die Laderampe. Sei jetzt still und lass Scuba erzählen. Die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem Übelsten von allen, Captain Vanyek Vett. Der bärtige Metallisk bellte, er werde in unseren Gewässern fischen. Sie waren Trophäenjäger und auf die seltensten Fänge aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll, aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Scuba und schlüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber... fuhr ich fort. Wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Der schreckliche Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und grinste fürchterlich. Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche jemanden für meine Crew, der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kerl, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich nur nie von meinem Stein gestiegen. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert.
Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen. Und ich musste meine Leute retten. Also legte ich mit der Grapnel ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Webb sein. Natürlich. Seine lange Geschichte. Erst begonnen. Denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger nehme ich an? Aber ich schwafle schon zu lange. Komm wieder, dann erzähle ich dir mehr. Aber er hat eine Sache, die gesagt, die interessant ist. Den Geschmack der eigenen Zunge. Schmeckt die Zunge nach etwas? Und wir nehmen es einfach nur nicht mehr wahr. Weil rein praktisch gesehen schmeckt man ja nichts mit seiner, also man schmeckt was mit seiner Zunge, aber man schmeckt seine Zunge nicht. Okay, hier waren wir schon. Glaube ich. Sauber den Koffer getrennt. Spaß, wenn du wegrennst. Lustig, stirb. Ich mache trotzdem weiter. Wow. Der Schaden ist richtig gut. Ich habe jetzt, by the way, doch gekocht. Ach, wirklich. Hast du dir irgendeine Kleinigkeit wenigstens nur gemacht? Das mit Nuggets. Klingt gut. Das ist doof. Okay, wir gehen gleich da rauf und gucken mal, ob da. Hoppala, ob da eine Bombe ist. Hallo, wer da? Ich da, wer da? Ich habe den Weg versperrt. Es tut mir leid. Leb wohl. Oh je. Wo ist das Gemüse? Pommes sind Kartoffeln und Kartoffeln sind Gemüse. Das ist richtig. Dabei wurde heute, das war in einem Clip, der mir angezeigt wurde von Joe Rogan, da hat er die Frage gestellt, dass er nicht versteht, warum Veganer keine Eier essen. Weil, klar, der Aspekt ethische Haltung etc. pp., das, ja, wenn wir das aber mal ausklammern und du hältst zu Hause bei dir artgerecht mit viel Fläche, gutem Futter Hühner. Die Hennen legen fast jeden Tag ein Ei. Regelmäßig. Sagen wir mal so, regelmäßig. Und das ist wie die Periode. Das ist einfach immer wiederkehrend. Und solange kein Hahn dabei ist, werden die auch nie befruchtet sein. Komisch. Du schaust Joe Rogan? Nein, ich krieg nur seine ganzen Clips angezeigt. Ich krieg nur immer bei YouTube ganz viele Clips von. Wer sind Sie? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Sind Sie hier, um uns zu retten? Wir waren nur am Erkunden. Wie lange bist du schon hier? Wir sitzen schon seit mindestens einem Standardzyklus hier in der Falle. Vielleicht länger. Wir? Ah, ja, ich bin allein. Und das schon länger. Aber Sie haben den Weg freigemacht. Sind die Raiders weg? Ja. Wir haben uns um sie gekümmert. Du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja. Ich kehre zum Außenposten Rampers Reach zurück. Wir haben dort gewohnt. Hoffentlich sehen wir uns wieder.
der Außenposten. Ja. Ich frage mich, wie viel von unserem alten Zuhause übrig ist. Das weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden, wenn wir dich wieder treffen. Aber es ist ja unabhängig davon, wer das gesagt hat. Ich finde den Gedankengang der Geruch interessant. Hier unten ist intensiv. Okay, das sind Bomben. Alles okay. Okay. Das ist ein großer Topf oder so? Oh. Ah, mein Sohn. Verlassener Leichnam. Droiden. Die Raiders haben diesen Ort vermint. Ist eine Bombe? Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Aber was ist es? Seine Shorts werden immer auf meine Blacklist gesetzt, aber irgendwie gibt es davon 2000 Channel. Unter dem Ding ist echt ein geiles Dungeon, aber da brauchst du noch was für Story. Alles gut, alles gut. War eine Sekunde zu spät. Hey, du! Du bist weg! Aha. Die Steuerung hiervon ist manchmal total komisch. Keine Liftplattform hier. Das ist wahrscheinlich der Shortcut aus dem Dungeon wieder raus. Das kann nicht sein. WD, wirf mir einen Stim rüber. So anschauen. Es ist ein geiler Kampf. Nimm das. In den Kampfarenen hättest du keine Chance. Das war gar nichts. Kein Spaß. Gib mir einen, BD. Sonst noch was? Auf sie. Diesmal nicht. Zack. Okay. Hier ist niemand. Das können wir noch nicht aufmachen. Da brauchen wir erst eine Bombe für. Oder auch nicht. Ist das nur ein Teaser, um dich selbst wahnsinnig zu machen? Das soll er nur wahnsinnig machen. Nicht? Ach so, da hoch meinst du? Ja, das. Dass da was sein kann, ist erstmal außer Frage gestellt. Hm.
Das ist zu weit weg, um dahin zu laufen. Okay, ich gehe erstmal ganz kurz hier lang. Das ist nicht schlimm, wenn du das vergessen hast. Ich vermute eigentlich, dass man irgendwie von da hinkommt. Das ist zu hoch und zu weit weg. Versteckt. Danke, mein Freund. Watschel, 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 watschel. Ja. Nee, wahrscheinlich so. Eigentlich so. Ja, da kommt die Bombe raus. Vorwärts. Treffen. Viel zu weit. Bleib dran. Da habe ich außer die Taste gerückt. Ah, was kann ich eigentlich? Komm mit, mein Freund. Geht doch. Pilze? Braucht einer ein paar Pilze? Achtung, BD. Der hatte noch nicht richtig geladen. Was heißt denn der Topf da oben? Also rote heißt der, da komme ich noch nicht hin.
Reiten wir. Ist einfach nur ein Topf, wo ich noch nichts mehr machen kann. Da geht's noch in den gelben Gang. Hier geht's in den ganz großen gelben Gang. A lot of stuff to do. Da ist immer noch Gestrüpp, wo ich nicht reinkomme und weiterkomme. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Patche dem Spiel gut getan haben. Sehr gut. Egal, was sie gemacht haben, es war gut. Halt Grafik zu erhöhen, bis es wieder ruckelt. Da es selbst jetzt aktuell nicht in allen Situationen gut läuft, ist das, glaube ich, eher die schlechte Idee. Ich hätte jetzt irgendein Sammel-Item erwartet. Ich kann es nicht lesen. Hi. Wir werden gemeinsam kämpfen. Großer Skelett. Sehr großer Skelett. Waisenjäger. Schlinger jagen im Rudel. Eine nützliche Strategie. Auch nachdem sie die oftmals verzweifelten und glücklosen Prospektoren nach Kobo kamen. Naja, ganz viele Tiere jagen einen Gruppen. Gründen. Toll. Bomberjacke. Okay, da ist noch ein gelbes Türchen weiter oben irgendwo. Das ist die hier. Das Drache. Jägerjacke.
Du bist dran. Okay. Keine netten Kratzer. Komm gleich wieder. Kein schlechter Sound, das muss ich sagen. Aber es fehlt was. What? Das ist es. Aha. Da ist ein Vögelchen und damit könnte ich auf dieses Inselchen fliegen. Glaube ich.